zur Vorweihnachtszeit eine kleine Geschichte zum wunderbaren Christbaumbrettl von Valentin und Liesel Karlstadt. Ein wunderbares Stück, das man unbedingt mal wieder nachlesen sollte. Es gibt es nur zum Lesen, weil wir davon keinen Film haben. Dieses Christbaumbrettl hat mitten im Sommer Premiere gehabt, nämlich im Juli 1922. Und es geht darum, dass dem Baum das Brettl fehlt. Und über dieses fehlende Brettl entspinnt sich eine wahnwitzige Geschichte. Es wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, um das Brettl zu finden. Und schließlich, nachdem fast die halbe Wohnung zerstört ist, stellt sich heraus, dass man sich im Kalender vertan hat und es Sommer ist und noch gar nicht Weihnachten. Das ist in Kurzform die Geschichte des Christbaumbrettls, aber ich möchte eine ganz andere Geschichte erzählen, nämlich, dass Bert Brecht den Valentin 22 an die Münchner Kammerspiele geholt hat, damit er sein Haus erfüllt, weil er mit seinen Stücken nicht weitergekommen ist, und hat dann Premiere gehabt, Bert Brecht mit Trommeln in der Nacht. Und damals war es üblich, dass man anschließend oder am nächsten Tag eine persiflierende Mitternachtsvorstellung gemacht hat und hat dann sich was ausgedacht zu dem Stück, das man vorher gesehen hat. Und das war am nächsten Tag die Rote, die Bebe, so hieß die Kneipe in Trommeln in der Nacht. Und das hat im ersten Teil aus vielen Gedichten von Klabund bestanden. Auch Ringelnatz hat da mitgemacht, aber die Gedichte müssen sehr tröge gewesen sein. Also lustig wurde es im zweiten Teil, weil da nämlich Karl Valentin sein Christbaumbrettl gespielt hat mit der Liesel Karlstadt zusammen. Und vor diesem Christbaumbrettl gab es eine spektakuläre Hochratnummer, die Liesel Karlstadt als Impresario dreimal angekündigt hat. Einmal kam der Valentin mit dem Hochrat bei Glockengeläute rein und hat dreimal die Bühne umkreist. Dann gab es das zweite Mal mit Kuhglockenläuten und dann wurde es ganz still und es wurde die dritte spektakuläre Fahrt durch Nacht und Nebel angekündigt. Und dann wurde ein Band aus Papier gespannt und dann stand da drauf durch Nacht und Nebel. Und dann kam Karl Valentin mit seinem alten Hochrad und fuhr durch dieses Band durch Nacht und Nebel. Das war die spektakuläre Einleitung zum Christbaumbrettl.